Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Wir sind aktuell in Schwatzingen wieder unterwegs und ja, mit der lieben Bella. Hallo. Oh, und Jupp. Hi. Hallo Jupp, wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenstart und lasst gerne das Däumchen da und schaut gerne heute Abend auch im Livestream vorbei, 20 Uhr. Da sind wir wieder live für euch auf Twitch. So, meine Lieben, was machen wir denn mit diesem wunderschönen Nachmittag? Es ist ja der Wahnsinn, sehr wunderschöner Herbstnachmittag. Leicht bewölkt, aber immer mal eine offene Lücke, wo ein Sonnenstrahl hindurchkommt. Hm? Wie war dein freier Tag, Jupp? Super. Echt? Ja, war wirklich sehr schön. Das freut mich. Hast du ein bisschen bessere Laune? Klar. Okay, gut. Guck mal, Jupp, was wir Neues haben. Wenn es dir mal nicht so gut geht oder so, oder du mal ein bisschen Spaß haben willst, dann schnappst du dir einfach hier unseren kleinen Offroad-Flitzer und donnerst mal die Berge hoch und runter. Aha, meinst du, das darf ich einfach so machen? Das darfst du so machen, ja. Okay, kannst du machen. Mach das. Guck mal, der hat sogar eine 3-Punkt-Aufnahme hat er sogar. Tschüss. Tschüss. Viel mach Spaß. Aber nicht kaputt. Gott, was hat der denn? Hä? Ich will meinen LKW nicht abgeben. Was kommt der denn da? Sieht aus wie eine Mulde. Naja, das sehe ich auch. Was ist los? Ja. Da hast du deinen neuen LKW, Chef. Hä, wieso einen neuen LKW? Was? Das soll der Ersatz für Big Babsi sein? Ja, natürlich. Weißt willst du mich warum? Verarschen? Warte kurz, spart ja bitte die Spucke. Ja, okay. Wir können hier sehr viel variieren, Chef. Also wir können ja auch noch etliche Aufbauten nachkaufen. Im Falle, du möchtest mal Ballen transportieren, im Falle, du möchtest mal einen riesengroßen Hängerzug mit Wasser fahren, kannst du das ja alles machen. Okay. Ach. Aber... Und ist günstig. Günstiger im Unterhalt. Aber ich muss jetzt mal blöd fragen, hängt die Achse nicht ein bisschen... Nö. Bauvariante ist so. Man kann es natürlich auch noch variieren. Okay. Erstmal ein Vorführer. Ne? Es ist jetzt nichts. Erstmal so, dass du mal gucken kannst. Und was kann ich da alles drauf bauen? Wo finde ich denn das im Katalog? Ja, im Katalog. Ja, wo? Ja, bei den Anhängern musst du da mal gucken. Da kannst du mal ein bisschen durchblättern und wenn du da ist so ungefähr ganz hinten. Ist natürlich auch, Chef, man muss natürlich auch sagen, jetzt im Kommen der laufenden Woche, ne, kommen auch noch mal neue Variationen mit dazu. Also die bringen dann noch mal neue Angebote mit raus. Da können wir dann sogar damit auch, könnte man überlegen, ob man damit dann sogar Diesel fahren will. Wenn du verstehst. Aber bei Anhänger? Ja, du musst ganz nach hinten blättern. Ja, aber bei Anhänger ganz hinten... Ne, das sind die normalen Wechselbrücken, die es dort gibt. Ja. Du, wenn du dann mal, wenn du dann beim Katalog, da haben wir ja die war der, ach scheiße, wo war dieser? Ach ja, hier Diverses, bei den Werkzeugen, die diversen Seiten. Ja. Wenn du da mal ein bisschen durchblätterst, ja, so das ungefähr ist schon mal in der was Mitte. Anderes. Wenn du da mal ein bisschen durchblätterst, so ungefähr in der Mitte, da haben wir dann die IT-Runner-Wechselbrücken. Ach so. Ja. Wir haben jetzt quasi eine stinknormale IT-Runner-Wechselbrücke drauf, da können wir alles draufzählen, was wir wollen. Ja, genau. Haben wir denn was für Flüssigkeiten für die Wechselbrücke, muss ich jetzt mal blöd fragen? Ja, da müssen wir mal, weil Flüssigkeiten ist ja nahe zu halten bei den Tieren, da gehen wir einfach mal... Ja, ja. Und da gehen wir mal bei der Tierhaltung rein und da haben wir dann auch Tankaufbau. Wechselbrücke, ganz hinten, letzte Seite. Ach so, da muss man das quasi, ach so... Okay. Ist ja, okay. Und ist im Unterhalt günstiger, weil wir haben ein LKW und können da fast alles damit machen. Ach, Jupp, warte, ich muss mich mal stützen. Ach. Jupp! Alles gut, Harry? Ja, das Bein schmerzt noch ein bisschen, aber sonst ist alles schick. Warum? Ja, sagen wir mal so. 2 Choleriker an einer BGA in Verbindung mit einer Leiter. Naja, das muss ich aber sagen, das war deine Schuld an der BGA. Das ist ja mal, also das ist ja mal. Wenn wir da schon wieder anfangen, wer wollte mein Geld ausgeben? Miguel. Ja.
Aber gibt es das komische Ding eigentlich auch in schnell oder ist das immer so langsam? Ist die zu langsam? Ja, natürlich, da kommt ja nichts mit. Ja, du musst da mal ein bisschen, Gas geben? Wenn ich eine halbe Stunde brauche, um aus dem Tor rauszukommen, wa? Oh, das ist, ja, für Verfolgung sagt ein ganzes Ding nicht, ne? Nee. So, aber gut, pass auf, sei es drum. Fakt ist eins, was steht an jetzt aktuell? Was müssen wir machen? Aber wer von euch Heinis hat eigentlich Sonnenblumen angesät? Bon Miguel. Warum? Warum denn? Hast du mal auf die Jahreszeit geguckt? Der hat doch gesagt, hier, die gehen noch auf. Was ist? Du hast gesagt, die Sonnenblumen an, die gehen noch auf. Stimmt, ist das eigentlich fertig? Da war ich dann noch gar nicht fertig. Och Mann, da steht doch noch da unten. Fahr mich weiter runter, bitte. Ach, du willst weitermachen, ja. Ja, oder ja. Mir ist egal. Aber denk dran, Sonnenblumen gibt's nicht. Ich sag mal, wie Sonnenblumen. Müssen wir nochmal übersehen. Nicht. Ja, das wird nix. Ja, na, ich übersehe hier gar nichts. Da kannst du das selber machen, Harry. Also ganz ehrlich. Du hast zu mir gesagt, hier die Sonnenblumen soll ich machen. Da unten. Und dann fängst du jetzt an, gibt's nicht. Was denn das bitte? Nee, Jupp hat gesagt, gibt's nicht. Ich hab gesagt, nicht Sonnenblumen machen. Ja, naja, trotzdem. Oh Mann, ey. Ich glaube, wenn Jupp das rauskriegt. Was denn? Der wird ziemlich sauer sein. Was meinst du mit rauskriegen? Ja, mit dem Links halt. Ja, mit was? Ja, mit seinem Dings hier. Sein BMW. Du weißt schon, dass er dann komplett ausflippt. Naja gut, aber der hat ja mein Fan verkauft und irgendwie muss ich mich ja auch mal revanchieren. Du meinst ausgleichende Gerechtigkeit und so? Ja. Ja. Meinst du, der wird's nicht so eng sehen, vielleicht? Soll ich dir sanft sagen, oder? Also soll ich dir sagen, was du hören möchtest, oder soll ich dir eher so die Wahrheit sagen? Ich glaube, ich möchte gar nichts hören. Ich glaube, ich werde dem mich einfach entgegenstellen wie ein Mann. Ja? Ich werde einfach sagen, hey, du verkaufst mein Fan, verkaufe ich dein BMW. Ganz einfach, was denn hier? Weil hier fehlt die Straße. Oh, Alter Vater, ey, warum? Kennst du die Baustelle? Denn? Ja, nee, ja, trotzdem, nützt ja nicht. Die muss ja auch mal fetch werden. So. Okay. Ja, aber sagen wir es mal so. Wenn er dann sauer ist, dann wundert dich nicht, ne? Ja. Was heißt sauer? Ja? Ja, guten Tag, Miguel. Ich bin's. Moin. Du, hör mal, wenn wir einen Besen kaufen wollen, muss ich den bei euch bestellen? Den kann ich doch selber eben beim Lehendiener bestellen und zum Schlag liefern lassen, wenn die keine mehr haben, oder? Beim Besen? Ja. Ja, wäre schön, wenn du das hinkriegst, weil nicht, dass du dann noch irgendwann wegen der Wocheneinkauf kommst oder so. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ja. Miguel? Ja. Dann bestelle ich mir mal eben ein und ich wollte nur kurz sagen, heute Abend, was hältst du vom Abendbrot hier so ein bisschen, weiß ich nicht, selbstgemachte Pizza, hast du Bock drauf, würde ich die Teile direkt mitnehmen, wenn ich bei Lidli bin. Könnte ich ja mit Bella was machen, du sitzt vorm Fernseher und dann machen wir die Pizza fertig. Oh, da war ja was. Oh. Oh. Oh, ich hatte es vergessen. Verdrängt. Ah. Oh. Ich muss ja vorher noch mal mit jemandem reden. Okay, dann red erst mal. Aber du kriegst das sicherlich hin. Ja, bestimmt. Ja, ich denke, du wirst ja was zu essen machen können, ne? Ja, sicher. Gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Hey. Was ist denn jetzt? Der Fritzel. Der braucht einen Schlafplatz. Der wohnt bei dir. Kannst du sowas von abessen? Nein. Dann bei Jupp. Nicht mal dann erklärst Jupp. Nein. Dann erklärst du. Wieso ich? Dass er das andere Zimmer kriegt. Ja, dann sag mal einfach, Fritzel, das ist so. Und Jupp freut sich und fertig. Die werden schon nicht die Köpfe einhauen. Aber weißt du, was mir Emily antut, wenn ich sage, Fritzelchef bei uns? Bist du wahnsinnig? Ja, und warum bei mir? Weil du die größere Bude hast? Weil ich die größere Bude habe? Willst du mich verarschen? Du hast ja genauso deine Zimmer dort und alles. Ich habe das Haus ja nicht ohne Grund so groß gebaut. Ich brauche meine Freiheiten. Naja, dann packen doch draußen dorthin, wo der Pool ist, hier ins Poolhäuschen. Das wird doch reichen. Ja, komm, jetzt seh an hier. Ach, na, aber Sonnenblumen vor allem. Seh Sonnenblumen an, die gehen doch auf, ne? Ich hab dir gesagt, die gehen nicht auf. Du hast... Oh, mach dich raus, Alter, ey. Ohne Witz. So eine linke Bazille. Also ganz ehrlich, das kann ja nicht wahr sein.
Noch mal kurz Jupp anrufen. Das ist ja schon wieder. Moin. Moin Jupp, grüß dich, oder? Ist klar bei dir? Ja, stinkt ein bisschen. Was machst du denn? Na, Güllepumpen. Güllepumpen, ja, das ist gut. Pass auf, Jupp, ich hol mal noch ein Fass gerade. Fass gerade? Was ist denn ein Fass gerade? Ich hol jetzt den Fass. Oh, oh, oh. Ach so. Oh, Bellamet. Das ist ja so gemein, ich wollte mähen. Was wollte ich denn sagen? Ja, ich hol jetzt gerade ein Fass unten ab. Och, das ist aber heute. Hattest du auch so viel Schlaglöcher? Ja. Nervig ist das, ohne Witz. Ich zahle keine Steuern mehr. Ich zahle keine Steuern mehr. Ach so, wegen der Schlaglöcher? Ja. Weil es nicht ausgebessert wird? Ja. Sag mal, hast du eigentlich mal den Adler mal wieder gesehen? Oh, Alter, ey, Alter, ey, Alter. Hast du eigentlich den Adler mal wieder gesehen? Nein. Echt nicht? Nein. Sieht auch ziemlich gottverlassen aus da unten, ne? Irgendwie, finde ich. Weiß ich nicht, ich sehe es gerade nicht. Ja, aber ich fahre ja immer dran vorbei. Och Mann, das ist doch sowas von Scheiße, ist das doch, ganz ehrlich. Jupp? Ja. Was machst du dann? Gülle düngen auf den Feldern? Ja. Okay. Hatte ich vor. Warum? Nur so. Mir ist wichtig, dass du eine Arbeit aus, dass du was machst, was dir gefällt. Dass du ausgeglichen bist, Jupp. Dass du gerne auf Arbeit kommst und Spaß hast. Ey, ist alles super. Ja. Wir müssen auch immer mal schauen, Jupp, ne? Mit den ganzen. Alles so, auch die ganzen Geräte, ne? Ich habe letztens festgestellt, wir haben total viel totes Kapital rumstehen. Total viele Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, die kein Mensch braucht, die überhaupt nicht bewegt wurden in der letzten Zeit, ne? Meinst du? Aha. Das ist mir so aufgefallen. Wie mein Fan zum Beispiel, war ja auch, ne? Zack. Hast du ja verkauft, naja, ne? Nö, also ich alleine nicht. Wer hat denn den da verkauft? Naja, ich habe ne verkauft, aber auf Anweisung von Harry. Ach, Harry hat gesagt, du sollst den verkaufen. Ja, Harry hat gesagt, brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Und da, ja gut, und ich meine, ich war nicht da, ne? Naja, wir dachten ja auch, du würdest gar nicht mehr wiederkommen. So hat sich das zumindest angehört, als du gegangen bist. Ach so, habt ihr angenommen? Ja. Was ist denn hier passiert? Naja gut, wenn ihr das so annehmt, dann muss das ja dann so stimmen, oder? Naja, hat sie ja auch die erste Woche. Ja. Ja, wie gesagt, kein Problem, ich bin da nicht sauer. Aha. Ich bin wirklich null sauer, ne? Ich möchte nur, dass du das weißt, dass ich nicht sauer bin. Ja, gut, okay. Ja. Ihr habt den verkauft. Das ist schön. Weil ihr gedacht habt, ich komme nicht wieder. Ist okay, muss ich mit leben. Aber ich bin nicht sauer, ja? Ja. Das ist toll. Genau, ich akzeptiere das dann einfach, weil es so ist. Ne? Ja. Ja. Man kann sich einfach mal irren, auch. Ne? Oh, der ist aber nicht so richtig fest. Na gut, Jupp. Wer ist fest? Der Tankauflieger hier. Alter, das belastend. Ist nicht gut das Gerät, oder was? Naja, doch, aber es ist halt einfach, ach, nee. So, na gut, Jupp, ich muss das mal auflegen, ne? Ja, klar. Ach so, Jupp, Frage. Ja. Hast du Bock heute auf einen schönen Abend? Nee. Warum? Immer eine Ruhe. Aber so eine geile TK-Pizza machen, wie wir es früher gemacht haben, wo wir noch Kinder waren, weißt du, als Jugendliche, so eine Tiefkühlpizza, irgendein so ein Spiel anschmeißen auf der PlayStation oder so oder auf der Xbox und einfach mal einen coolen Zockerabend zusammen machen. Klingt doch geil, oder? Naja, eigentlich schon irgendwie. Ja. Aber kommen wir dann nicht mit Landwirtschaftssimulator? Nee, nein, Quatsch. Genau, dazu Cola trinken und ja, einfach ein bisschen den Arm genießen, ne? Ein bisschen fachsimpeln. Das wäre doch cool, oder? Ja, könnte man vielleicht doch mal machen. Ja, gut, Fritz, ich schläft heute bei dir. Ich muss das mal auflegen, ne? Bis dann, ciao! So, gut, das ist auch geklärt, perfekt. Ach, jetzt muss ich aber trotzdem mal den Fritzl fragen, was der davon hält. Ich denke, der findet das auch klasse. Deswegen würde ich ganz gerne das in die Zeitung schalten. Oh, einen Moment, mein Telefon. Hallo, bleiben Sie kurz dran. Hallo? Was denn jetzt? Hallo oder soll ich dranbleiben? Nee, die anderen sollten dranbleiben. Ich bin gerade hier in einer Konferenzschaltung. Was für eine Konferenzschaltung?
Ja, busy mit dem Ehrlichhof. Wie kann ich dir denn helfen? Sag mal, hast du so Bock auf, du hast ja gesagt, du hast so Bock auf Tiefkühlpizza. Selbstgemachte Pizza. Ach, selbstgemachte Pizza, ey, ist noch besser. Ist noch besser. Und, dann noch, ach so, warte mal. Ich lag gerade noch mal eine Fuhre Wasser bei dir, weil ich gerade da bin. Ja. Genau, und hast du auch Bock so auf Cola dazu? Cola? Auf Cola dazu und so ein bisschen Zockerabend. Also halt was zocken und Cola trinken und Pizza essen und einfach so ein bisschen fachsimpeln über so ältere Spiele oder so. Ich werde nicht bei dir übernachten, oder? Nee, ob du Bock drauf hast, frage ich dich. Ach so, ja, hätte ich. Okay, Jupp auch. Du schläfst bei Jupp. Tschüss. So, perfekt. Perfekt, das hat geklappt. Haben beide Bock drauf, die werden sich blendend verstehen. Gut, und ich habe ein Problem weniger. Bella! Ja. Fritzi schläft nicht bei uns. Warum? Weil ich das geschickt eingefädelt habe. Jupp und Fritzl haben beide Bock auf Pizza selber machen, auf Cola trinken und auf einen geilen Zockerabend. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du hast denen ein Spiel gekauft, ne? Das ist ja heute alles cloudmäßig hier. Die können doch zocken, was sie wollen. Die können ja alles runterladen. Ja, dann hoffe ich nicht, dass Fritzl auf die Idee kommt, Landwirtschaftssimulator zu spielen. Mir ist scheißegal, was die spielen. Ah, der arme Jupp. Nee, das spielen die nicht. Wird schon. Aber warum verpennt denn Fritzl jetzt nicht bei uns? Ich hab mich so gefreut. Auf was freust denn du dich da? Wir wollten Pizza doch machen. Ich hatte auch schon geplant, Pizza zu machen. Ja, können wir doch. Machen wir zu zweit. Nee. Ach, mit mir willst du keine Pizza machen, oder was? Mit dir esse ich ja immer abends. Hä? Was ist das bitte? Ist ja auch so richtig. Bin ja auch dein Freund. So, wenn man zusammen wohnt, da isst man abends. Ja, es ist mir klar, aber trotzdem. Müssen wir mit einem anderen Mann essen, oder was? Hä? Hä, was? Müssen wir mit einem anderen Mann essen, oder was? Dein Halbbruder hat seine Frau verloren. Ist mein Halbbruder, Männchenskinder. Dein Halbbruder. Ist er nicht. Doch. Nee. Doch. Statistisch gesehen ist es nicht. Weil seine Mutter und dein Vater geheiratet haben, ist es dein Halbbruder. Nee, mein Halbbruder wär's. Nee, ist mein Stiefbruder. Mein Halbbruder wär's, wenn meine Mutter oder mein Vater auch seine Mutter oder sein Vater wären. Dein Stiefbruder hat seine Frau verloren. Ja. Denk dran. Ja. Das ist nicht gerade witzig. Nee, es ist auch nicht witzig und ich lache da auch null drüber. Und ich habe auch gesagt, der kriegt jede Unterstützung und alles, kein Problem. Aber das ist, ich will ihn auch gar nicht. Ich würde mich doch freuen, wenn der heute da ist. Ja, also, dann lad ihn doch zu uns ein. Ja, aber der hat so einen Bock, mit Jupps und Zockerabend zu machen. Das will ich ihm. Ich will doch, dass er Spaß hat. Und bei uns hat er vielleicht gar keinen Spaß, weil er mit Jupp da einen Zockerabend. Ey, das ist doch Augenkrebs. Das ist doch die Schlaglöcher in Schwatzingen. Ey, ohne Witz, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme eine Atombombe und spreng die Gemeinde nieder. Nein. Doch. Nein. Weil ich verdammt aber keine Steuern mehr zahle hier. Ja, dann mach es doch nicht. Wer dich doch mal... Mach ich hoch, ich zahle keine Steuern mehr. Ja. Aber das Problem ist, dann wirst du sehen, was wir davon haben. Was denn? Na, vielleicht kriegt man dann mal bessere Straßen. Ja, aber dann kriegen wir Ärger, weil wir keine Steuern mehr zahlen. Nun? Mann. Die kriegen das schon hin. Das wird richtig gut und lustig. Na gut, Bella, ich bin gleich am Landhandel, ne? Ja, ich stehe am Landhandel. Ich, immer noch? Ja, ich habe hier schon einiges getan. Wollte ich auch gar nicht jetzt unterstellen, ne, dass du jetzt was getan hast. Na gut, Bella. Ja, oder willst du den unbedingt bei uns haben? Dann klär du das, dann hält ich mich da raus. Dann klär du das, dann hält ich mich da raus. Dann lad mal Jupp und Fritzl zu uns ein. Das ist jetzt davon. Da freut sich der Jupp auch. Vor allen Dingen, weil der sowieso. Was denn? Ich hab auf mein Handy geguckt, das war gerade witzig. Du sollst arbeiten. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, nee, wie gesagt, dann kann der Jupp und dann kann der Jupp vielleicht auch. Hat er was schon hinten in die Halle geguckt? Ey, wir müssen den Fan auch warten, ohne Witz, ne? Welchen Fendt?
Vielleicht der auf der Hebebühne steht? Ach so, ich glaube, der ist vom Mo, ne? Jo. Ich leg mal auf, ne? Jo, kannst du machen. Ja. So, na gut, aber meine lieben Freunde, da machen wir uns einfach mal an die Fettwartung jetzt und werden den mal hier flotti, hotti, totti machen wieder. Das gute Stück, dass der wieder abgeholt werden kann, beziehungsweise dass wir den wieder ausliefern können. Gut, in diesem Sinne aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bin gespannt. Abends Party, ey. Ohne Witz. Bei uns. Ganz ehrlich. Gut, bis dann. Tschüss.